Es riecht nach Sonnenöl. Der Strand ist voll. Einer schlägt Eis. Ein anderer zieht sich gerade die Badehose ganz hoch. Ein Paar. Na, wie heißen die? Kite Border. Lassen sich vom Wind über die Gischt ziehen. Ich lieg auf meinem Handtuch, die Sonne raubt mir den Verstand. Da verdunkelt sich der Himmel. Und vor mir steht ein Pferd. Habe ich erst gedacht. Doch dann stellt sich heraus, es war meine Hotelnachbarin. Mit ihrer Hähnchenhaut von Sonne verbrannt, stand sie vor mir frisch eingeschmiert. Es roch nach Sonnenöl. Entschuldigung, der Herr, hätten Sie eventuell mal eine Duschmarke für mich? Wenn's weiter nichts ist, bitte schön, hier meine Duschmarke. Ich geh sowieso nicht rein, denn das Wasser ist mir zu warm. Ach, das Wasser ist Ihnen zu warm? Ja, zu warm. Ich geh gern kalt. Ah, nein, das ist nicht für mich, aber für mich. Am Strand zu liegen. Vor mir das Ibizenkenhuhn mit Hähnchenhaut. Na 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 na, Romantik pur. Instrumental. Beleidigt geht sie weg, denn ich hab nicht angebissen, ich bin doch kein Fisch. Sie hat nur auf meinen Körper gestarrt, als wär's das Einzige, was bei mir stark ist. Nein, es ist auch der Geist. Alle wollen meinen Körper. Ich kann es nicht ertragen. Diese vielen Fragen. Wo trainierst du? Wer ist dein Coach? Wo trainierst du? Wie heißt der Club?
für Bach? Aha. Tschüss.